Und damit herzlich willkommen um 21:45 in der Früh am Bahnhof Schweich. Laut den Kennzeichen, die ich hier sehe, gehört das wohl schon zu Trier. Naja, auf jeden Fall nach einer fast vierstündigen Anfahrt trotz IC bin ich jetzt hier angekommen, um eben wie angekündigt den Moselsteig weiterzulaufen. Quasi jetzt wieder stromabwärts. Und ich hatte mich auf dem Google Maps, habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Das sind nicht bloß 2 Kilometer Zuweg zum Moselsteig, sondern jetzt über 8 Kilometer. Womit das Vorhaben, heute bis nach Bernkastel zu kommen, kritisch werden könnte. Ich gebe mein Bestes. Leute, ich freue mich auf jeden Fall wieder unterwegs zu sein und dass ihr auch wieder dabei seid. Und damit geht's jetzt kraftvoll los. Kilometer 9, herzlich willkommen in Mehring. Jetzt befinde ich mich auf Etappe 7 vom Moselsteig und hier geht es dann jetzt für mich auch los. Hier überquere ich jetzt schon über die Brücke die Mosel. Das Wetter einfach herrlich. Es ist verhältnismäßig kühl, aber die Sonne scheint und das wärmt. Also bisher beste Voraussetzungen, außer dass es mit 11:30 schon verdammt spät ist, jetzt noch über 60 Kilometer zu machen. Aber eine Herausforderung muss sein und so geht's jetzt zügig weiter. Kilometer 12, hier bei Mehring gibt es jetzt das erste Highlight. Und zwar kann man sich hier entscheiden, ob man eben den Moselsteig, den normalen Weg geht oder hier diesen extrem steilen Klettersteig. Ich entscheide mich natürlich für Letzteres. Das sieht hier schon richtig klasse aus, mit so kleinen Trampelfaden. Es geht richtig steil bergauf hier. Toll, richtig toll. Ist natürlich jetzt gerade zu Anfang, wenn man dann schon seine Beine so verausgabt, suboptimal. Aber was soll man machen? Das wird schon irgendwie alles hinhauen. Leute, diese Aussicht hier, schön. Einfach schön. Vor allem dieser Kontrast eben. Ein ganzes Stück in der prallen Sonne gelaufen. Dann kam ich in diesen Wald hier rein. Richtig schattig, schön kühl, ein wenig flacher. Klasse. Leute. Einfach himmlisch, atemberaubend, hier durch diese kleine Schlucht gerade zu laufen. Jetzt ist es auch ein richtiger Klettersteig. Vorher war es nur ein Steilpfad gewesen. Ihr seht das hier, diesen Felsen hier, Schiefergestein, hunderte Millionen Jahre alt. Und jetzt kommt hier so ein kleiner Mensch und er freut sich daran. Wunderschön. Kilometer 12, Aufstieg geglückt, schweißnass gebadet, so muss das sein. Jetzt stehe ich hier oben mit einem wunderschönen Blick über das Moseltal. Der Ort Mehring liegt jetzt quasi wieder ein Stück zurück, denn der Pfad führte hier ein ganzes Stück stromaufwärts, macht jetzt hier eine große Schlaufe und führt dann irgendwann endlich auch mal stromabwärts. Leute, diese Aussicht hier, wunderbar. Kurz vor 11:30, Kilometer 17. Ich befinde mich immer noch auf Etappe 7 und durchlaufe jetzt hier so ein Waldstück. Das läuft parallel mit einem anderen Wanderpfad, gerade hier der Moselsteig, nämlich der Mehringer Schweiz. Heißt wahrscheinlich deswegen so, weil da eben dieses Stück so extrem gebirgig fast schon war, mit diesem Steilpfad. Und das jetzt hier, das sind so Stücke, da kann man richtig gut Kilometer wieder machen. Die Steigung ist relativ human.
der Weg wenig anspruchsvoll, dass man nicht seine Schritte immer gucken muss, wie auf manchen Single Trails. Also alles sein Für und Wider. Ne? In Single Trails fällt man da ein bisschen zurück mit der Geschwindigkeit. Und auf solchen Waldautobahnen kann man dann wieder ein bisschen aufholen. So sieht das aus. Immer wieder treffe ich auch auf Wanderer. Da unten kommen gerade welche. Oh, da kommt ein Aussichtsturm. Den habe ich ja gar nicht auf der Karte gesehen jetzt, hinter mir. Den werden wir natürlich auch mitnehmen. Ja Leute, auch dieser Aufstieg hat sich richtig gelohnt. Hier kann man die Mosel wieder richtig schön überblicken. Und vor allen Dingen auch wieder diese Wahnsinnsschleife von der Mosel erkennen. Wunderbar. Von da hinten, da jetzt bin ich gerade ein bisschen desorientiert. Ja, von da hinten bin ich gekommen. Hier geht es jetzt weiter stromabwärts. Also ideale Stelle hier, um diesen Turm zu errichten. Daumen hoch. Kilometer 25, herzlich willkommen im Örtchen Leiven. Diesen Weg, den ich hier gerade gehe, hätte ich mir sparen können, denn der Anschluss an Etappe Nummer 8, beziehungsweise meine zweite Etappe heute, das liegt noch 300 Meter vor mir. Da führt hier dieser Zipfel von der siebten Etappe hier noch ganz in den Ort rein. Hätte ich gar nicht laufen zu brauchen, habe ich aber leider übersehen in meinem Elan, als ich die Mosel erblickt hatte. Da habe ich nämlich eben gemerkt, dass die Mosel mir so richtig Kraft gibt. Ich kam nämlich eben da aus dem Wald raus und als der Blick dann auf die Mosel frei war, ist mir das richtig klar geworden, wie sehr ich mit der Mosel wirklich verbunden bin. Die begleitet mich ja schon mal mein ganzes Leben. Viele von euch wissen das ja, dass ich als Kind und Jugendlicher immer mit meinen Eltern und Großeltern im Sommer jedes Wochenende auf dem Campingplatz in Pommern an der Mosel gewesen bin. Und da habe ich halt so viele schöne, positive Assoziationen und Erinnerungen dran. Und auch diesen Ort hier, diese Landschaft, wenn ich das überhaupt nicht kenne und das erste Mal hier bin, aber ich weiß, dass da hinten die Mosel lang fließt. Ja, es gibt mir wirklich so ein Heimatgefühl und ich fühle mich hier richtig wohl und das finde ich richtig schön. Was ich nicht so schön finde, ist die Tatsache, dass ich es wahrscheinlich heute nicht bis Bernkastel schaffen werde. Das sind jetzt nämlich noch mindestens 40 Kilometer und 15 Uhr haben wir schon. Also es wird sehr knapp, aber ich gebe mein Bestes. Ansonsten müssen wir vorher Lager irgendwo aufschlagen. Wird sich zeigen. 10 vor 4, Kilometer 29. Ich stehe jetzt hier oberhalb des Örtchens Leiven nochmal. Und zwar haben die hier so eine schöne Idee gehabt. Und zwar das Moselkino aufgebaut. Da sind hier solche großen gemütlichen Holzsitze. Da kann man sich schön hinsetzen. Und dann durch diesen Holzrahmen aus Naturholz eben in das Moseltal blicken. Und das Treiben im Örtchen Leiven beobachten. Sehr nette Idee, für mich aber keine Zeit hier auszuruhen. Ich muss weiter, wir müssen Kilometer machen. Kurz vor 5, Kilometer 35, ich habe gerade so einen kleinen Hänger, meine Beine machen so ein bisschen schlapp. Dieser Klettersteig zu Beginn, der hat richtig reingehauen. Kommt natürlich auch dazu, ich habe hier Rucksack Startgewicht von 15,3 Kilogramm gehabt. Ich konnte es nicht lassen, ich habe das Ladegerät und die zweite Powerbank noch mitgenommen und noch separates Wasser zum Waschen. Das sind natürlich alles Dinge, die Gewicht mitbringen und das schlägt sich jetzt halt nieder. Das rächt sich jetzt, aber ich bleibe natürlich dran, ich beiß mich durch. Ja, was mich gerade so ein bisschen nervt hier, die Landschaft hier, ihr seht das, einfach nur so ein steppenähnlicher Pfad.
Da frage ich mich schon seit einer halben Stunde etwa, wofür laufe ich hier den Moselsteig? Da hättest du auch Militäring machen können bei uns. Aber gut, so ist das. Diese Etappe geht jetzt noch etwa 3 Kilometer. Und wenn wir gucken, 3,8 Kilometer genau noch, dann beginnt Etappe 9. Und dann wird es auch mal wieder an die Mosel runtergehen. Die habe ich auch schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr gesehen. Was mir aber ganz gut gefällt, die Klassifizierung dieser einzelnen Etappen von also schwer, mittel und leicht. Da bin ich, finde ich, okay, wie es eingeteilt worden ist. Das erste Stück mit diesem Klettersteig, das war zum Beispiel schwer. Dieses Stück hier ist als leicht eingestuft. Das passt. Ne? Hier geht man nur auf diesen Wanderautobahnen mit ganz geringer Steigung. Wobei ich aber eher die Begriffe anstrengend oder weniger anstrengend genommen hätte. Wobei das natürlich auch wieder sehr individuell, ne? Naja, passt auf jeden Fall irgendwie alles. Und so würde ich sagen, gleich an der Mosel wird meine Laune besser werden. Und dann schauen wir weiter. Kilometer 38, herzlich willkommen in Neumagen-Drohn. Laut einem Schild hier ist das der älteste Weinort, vermutlich an der Mosel. Und Pommern kommt direkt danach. Also Pommern hat eine über 1000-jährige Geschichte. Und hier weiß ich gerade nicht. Ja, ich bin auch eben mal wieder an der Abzweigung vorbeigelaufen. Bin jetzt gerade nicht auf dem Moselsteig. Der verläuft nämlich hier linker Hand, näher an der Mosel dran. Aber ist nicht schlimm, ich biege gleich einfach links ab und ja, sehe hier mal wieder ein bisschen Zivilisation, so ein paar alte Weinhäuschen, Straußwirtschaften, auch immer sehr schön hier in der Gegend. Das sind so Wirtschaften, das sind so ein Mittelding zwischen privat und gewerblich. Da sitzt man teilweise im Wohnzimmer von den Leuten und bekommt den Wein serviert. Ist immer sehr familiäre Atmosphäre. Und dann gibt es so kleine Snacks und so, kann man da auch zu sich nehmen. Ist aber halt eben kein richtiges Restaurant und keine richtige Wirtschaft. Ist irgend so ein Mittelding. Wahrscheinlich hat das irgendwas mit der Konzession zu tun oder so. Ja, das sind halt diese Straußwirtschaften, die gibt es ja in der Mosel sehr viele. Und ja, Leute, jetzt beginnt auch Etappe Nummer 9 langsam. Ich glaube, ja, irgendwie noch ein paar hundert Meter. Und dann wären es nur noch 36 Kilometer bis nach Bernkastel. Also, was haben wir jetzt? Ich eben gesagt, 20 vor 6 oder was? Genau, ja, das wird wirklich schwer. Und mal sehen, wie weit ich komme. Leute, also so wird das mit Bernkastel-Kues heute auf gar keinen Fall was geben. Ich habe mich jetzt das fünfte Mal oder so verlaufen, da kriege ich immer die Krise drüber. Na, ich bin jetzt hier ein ganzes Stück an der Mosel lang gelaufen und sehe einfach nicht, dass ich hier längst schon hätte abbiegen müssen über die Brücke rüber auf die andere Moselseite. Also da platzt mir echt manchmal die Hutschnur über meine eigene Doofheit, ehrlich. Na, das sind alles extra Kilometer, ist ja im Grunde nicht schlimm, aber das trägt dazu bei, dass ich eben heute mein Tagesziel nicht erreichen werde. Und das macht mich so fuchsig. Mann, also hier, zurück zur Brücke, dann rüber und ja, dann mal gucken, vielleicht noch fünfmal verlaufen und dann bin ich vielleicht nachher wieder am Ausgangspunkt, wo ich angefangen habe. Also schlimm. Kilometer 44. Ich habe gerade meinen letzten Schluck aus dem Trinksystem genommen. Jetzt wird es wieder spannend. Ich habe zwar noch Reserve im Rucksack, und zwar dieses kleine Fläschchen mit Wasser, was ich eigentlich zum Waschen benutzen wollte, und noch diesen halben Liter Iso-Getränk da. Das wollte ich aber eigentlich erst nach dem Abendessen essen, ne? Und so will ich es hoffen, dass ich bald hier auf eine Quelle stoße oder eben in der nächsten Ortschaft. Das sind aber noch mindestens 10 Kilometer. Also, ja, so sieht das aus, Leute. Und meine Stimmung ist aber wieder besser geworden. Und ich freue mich jetzt auch wieder unterwegs zu sein. Die Sonne senkt sich allmählich, ne? Jetzt kommt so diese Abendstimmung auf.
Das ist immer so eine ganz friedliche Stille dann hier auf dem Land. Das mag ich total. Und ja, sehen wir einfach mal weiter. So Leute, 20 Uhr, Kilometer 48, es geht nicht mehr, mein Mund ist vollkommen trocken, ich kriege auch schon so leichte Kopfschmerzen wieder, ich muss einfach an mein Waschwasser jetzt ran. Boah, hier sind 0,3 Liter Fläschchen, boah, jetzt vom Stehenbleiben geht mir wieder der Kreislauf in den Keller. Das ist aber vollkommen normal, habe ich mir sagen lassen, durch dieses abrupte Stehenbleiben wird nämlich die Venenpumpfunktion angehalten und das Herz wird dann nicht weiter unterstützt, weswegen es stärker arbeiten muss und das dauert ein bisschen. So, also, boah, Prost. Also Tropfen auf den heißen Stein. Aber für die nächsten 5 Kilometer soll das erstmal reichen und dann denke ich, dass ich hier im nächsten Ort endlich meinen Trinksack auffüllen kann und dann geht's weiter. 21 Uhr, Kilometer 53. Ich befinde mich jetzt hier im Ort Kesten und ja, ich habe mir vorher mal den Moselsteig angeschaut und der hat hier so eine wilde Schnickschnack da gemacht. Ihr versteht, was ich meine. Da bin ich dann, habe ich ich bin den direkten Weg gegangen über Landstraße, habe damit etwa 2 Kilometer gespart und konnte hier gerade bei sehr netten Leuten auf einem Weingut mein Trinkgefäß auffüllen. Hab da gerade schon richtig schönen Schluck genommen und boah, da merke ich immer, wie das jede Zelle das Wasser aufsaugt. Es kommt wieder Kraft in mich und ja, jetzt geht es auch wieder besser langsam. Dennoch werde ich nicht mehr 4 Kilometer machen. Ich habe mir jetzt auf dem GPS-Gerät, da habe ich eine Grillhütte gefunden. Die liegt ja zwischen Kesten und der nächste Ort ist Lisa. Und da werde ich mich dann einquartieren, so sie denn frei ist. Denn ich habe schon viele Grillhütten heute Abend gesehen und die werden von den Leuten hier abends gerne benutzt, um zu grillen, zu feiern. Wenn ich Pech habe, muss ich weitergehen, aber schauen wir mal. Kurz vor 9:30 hier liegt meine Grillhütte am Straßenrand. Ich hoffe, dass man da auch rein kann und nicht irgendwie einen Schlüssel braucht oder was. Leute, es reicht. Es reicht. Ich bin froh, wenn ich es zur Ruhe kommen kann. Ja, sehr schön. Ein ziemlich finsteres Loch. Sehr schön, ohne Fenster, aber mit ein paar Bänken drin. Es ist auch leer, ziemlich groß und geräumig. Hier muss ich gleich mal für Licht sorgen. Ja, Leute, richtig geil. Gerade mal auf die Uhr gucken. Was haben wir gelaufen? 54,73 Kilometer. Jetzt haben wir 21,25, sagen wir 21,15. Haben wir 10, 11, 12, 13, 11, 11 Stunden war ich jetzt ununterbrochen unterwegs. Geile Sache. Leute, jetzt Lager aufschlagen und dann essen. So, liebe Leute, Uhrzeit, habe ich keine Ahnung, wie viel Uhr es ist. Auf jeden Fall, dass mein Schlafplatz steht soweit. Und jetzt will ich die Chance nutzen, da ich ja direkt hier an der Mosel bin, mich auch in der Mosel zu waschen und nicht da mit so einem Pfützelchen Wasser auf dem Kocher warm gemacht. Wird vielleicht ein bisschen frisch werden, aber da müssen wir jetzt durch. Ich glaube, hier ist auch ein einfacher Zugang direkt zum Wasser. Boah, Leute, das ist so ein widerlicher Schmierfilm auf der Haut. Extrem unangenehm, klebrig und vor allen Dingen habe ich immer das Problem, ihr kennt das vielleicht auch, wenn ich mich so ungewaschen schlafen lege, ja, auf solchen Touren. Und ich habe immer das Problem an den Schenkelinnenseiten, die kleben dann immer zusammen und das fühlt sich ganz unangenehm an. Ich finde dann überhaupt nicht in den Schlaf und vor allen Dingen werden meine Beine auch nicht richtig warm. Also ich muss mich waschen hier, ne? Ja, Mosel, sehr schön. Ah, guck mal hier,
kann man es noch erkennen überhaupt, schon ziemlich dunkel, ne? Ja, dann mal hinein. Leute, ich fühle mich wie neu geboren. Das Moselwasser ist zwar immer noch ziemlich kalt, deswegen hat es nicht gereicht, dass ich wirklich mal eine Runde schwimmen konnte. Aber so für den groben Schmutz runterzuwaschen, hat das auf jeden Fall gereicht. Toll, ein tolles Gefühl. Ein bisschen Deo drauf und jetzt saubere Socken an, frische Unterhose, T-Shirt und ich fühle mich wieder wie neu geboren. Und als nächstes gehen wir dann jetzt auch endlich ans Kochen. Und das machen wir draußen, denn da steht glücklicherweise ein Tisch und eine Bank. So, meine Lieben, dann geht es hier ans Highlight des Tages, ans Kochen. Es tut mir leid, ich hatte keine Kraft und keine Zeit mehr, das hier noch irgendwie für die Kamera schön herzurichten. Ich habe einfach alles hier zusammengeworfen, wie es gerade aus dem Rucksack gekommen ist. Ja, und zwar will ich jetzt auch zu der Tour erst noch was sagen. Und zwar ist das eine absolute Fehlplanung gewesen. Ich meine, ich bin ja erst um 11:30 oder was auf den Moselsteig gestoßen und dann auch über 60 Kilometer bis nach Bernkastel. Also das musste einfach scheitern. Dieser lange Zuweg noch von über 8 Kilometern, das hätte man vielleicht auch mit dem Bus irgendwie abkürzen können. Also das musste halt scheitern. Und trotzdem bin ich jetzt froh, hier zu sein. Diejenigen von euch, die das letzte Video zu den Vorbereitungen schon gesehen haben, die werden wissen, was es gibt. Nämlich wie immer Maultaschen in Käse, mit Paella. Und Leute, ich habe so viele Sachen mit hier wieder. Wahnsinn. Also das brauchen wir gerade mal nicht. Das auch nicht. Was ist das? So. Hier das Kochgeschirr. Ich benutze heute wieder zwei Flammen. Und zwar einmal den Esbit-Kocher. Den nehme ich dann für den Reis und die Champignons und den, ich wollte schon Diesel sagen, aber nein, es ist ja Spiritus, den Spirituskocher nehme ich dann für die Maultaschen. Ja, hier bröselt schon raus, das ist leider ein bisschen kaputt gegangen, die Esbit-Tabletten, aber die brennen ja trotzdem, ist ja kein Problem. So, das dahin. Oh, Leute, ich freue mich. Ich freue mich, hier zu sein, es geschafft zu haben. Auch wenn es nicht das richtige Ziel ist, aber ist halt so. Ja, das muss ich gerade nochmal rein. Ich habe die Laterne vergessen. So, da ist sie. Das Innenleben war schon hier. Okay, also wie fangen wir hier an? Als allererstes mal Wasser für die Maultaschen. Das habe ich mir auch eben da bei den netten Leuten auffüllen dürfen. So, ist die Flash auch leer. Morgen kriegen wir wieder neues Wasser, alles kein Problem. So, dann würde ich jetzt als erstes mal hier einen Brühwürfel zerbröseln. Fette Brühe, wie immer, rein damit. Dann würde ich jetzt schon mal die Maultaschen klein schneiden. Oh, Leute, morgen steht ein wirklich schöner Teil der Tour bevor, den ich eigentlich hätte heute schon machen wollen. Aber ja, auf jeden Fall geht es morgen erstmal, ich glaube, auch durch Mühlheim an der Mosel. Das ist auf der anderen Rheinseite. Hier auf drüben ist es gerade Brauneberg und dann ein Stück weiter runter kommt dann Mühlheim an der Mosel. Da habe ich früher mit meinem Onkel, ich erzähle es nicht, ich erzähle es morgen, wie die Spannung ein bisschen steigt. So. Also Maultaschen. Auf jeden Fall war ich hier auch des Öfteren schon zu Gast gewesen. In Brauneberg, in Liesa, in Bernkastel. Also auch die Gegend hier, das ist jetzt sehr vertraut für mich. Das finde ich sehr schön. Ich fühle mich hier sehr wohl. Und dann gerade eben hier am Moselufer. Es ist zu dunkel leider. Aber hier fährt jetzt gerade so ein Schiff durch die Dunkelheit. Das schiebt sich da leise rauschend über die Mosel. Wunderschön. Das fand ich als Kind immer so herrlich, wenn wir früher an der Mosel auf dem Campingplatz waren. Früher waren die Schiffe ja, klar, vor 30 Jahren waren die Schiffe älter, hatten andere Motoren drin, die hatten richtig schwere Dieselmotoren und die hatten immer so ein spezifisches Geräusch gemacht und dann nachts als Kind fand ich das immer so ein bisschen unheimlich, aber auch schön, wenn die Schiffe nachts vorbeigefahren sind am Wohnwagen auf dem Campingplatz und dieses Geräusch von den alten Dieselmotoren, das fand ich immer sehr schön und einschläfernd. Und genau, so, jetzt hier, Maultaschen. Zack,
Zack, rein damit. Ich versuche das jetzt noch ein bisschen schneller zu machen hier. Oh, Leute, habe ich einen Hunger. Das ist so geil, wenn man sich so richtig so knechtet wie ich heute. Es war wirklich eine Qual teilweise gewesen. Aber wenn man dann so abends im Lager sitzt, ist das wirklich einfach himmlisch. So, jetzt, wie ihr hört und seht, bin ich hier an der Hauptverkehrsstraße, irgendeine Bundesstraße. Ja, also ohne Gummiband um den Griff hier hätte ich das wieder nicht aufbekommen. Nochmals vielen Dank für diesen Tipp von euch Zuschauern. So, das stellen wir jetzt hier rein. Wo ist der Feuerstahl? Da. Hände voller Spiritus. Egal. So. Brennt. Und dann würde ich auch direkt mal die Kerze anzünden. So. Ah, mit so einem natürlichen Licht hier ist das doch alles viel angenehmer. So. Dann schraubt man die hier rein. Also Maultaschen hier drauf. Dann in den kleinen Behälter tue ich jetzt den Paella-Reis rein von Uncle Ben's. Ah, Leute, ich habe schon wieder so leichte Krämpfe in den Händen. Ich wollte mir eigentlich auch noch ein Magnesium reingehauen haben. Da muss ich wieder reingehen, habe ich jetzt keinen Bock drauf. So. Ah. So, darauf dann die Krämpfen. Ja, die ist jetzt ein bisschen warm geworden heute natürlich bei dem Wetter. Es geht die Hälfte daneben. Ach, das ist doch alles driss. So, hier heute mal Champignons aus dem Glas. Ja, das sind ganz kleine Mini-Champignons von Rewe. Ganze Köpfe, erste Wahl. Sehr schön. Ja, die andere Hälfte hier rein. Und dann entzünde ich jetzt noch den kleinen Esbit-Kocher. Und dann lasse ich es mir hier gleich gut gehen. So, da haben wir es mittlerweile 20 vor 11. Das Essen ist angerichtet. Ich lösche jetzt hier noch den Spirituskocher aus. Aber der macht gerade so eine schöne Wärme hier. Es ist wirklich frisch geworden. Aber trotzdem, Spiritus sparen wir uns auf. Aus damit. Und Leute, ihr wisst Bescheid, ne? Bevor es hier losgeht, wird der Tag mit einer Frucht, Müller-Frucht-Buttermilch, rote Multifrucht beendet. Ist leider ein bisschen warm geworden, aber das macht nichts. Also, Prost. Endlos geil. So, dazu gibt es dann hier eben die Maultaschen in der Bouillon und den Reis mit Pilzen und dazu eben hier dieses runde, ich weiß nicht, aber Pumpernickel, Schwarzbrot, wie auch immer. Das habe ich auf letzten Moselsteigtour das erste Mal probiert. Ich fand das sehr lecker, das kann man so reindippen. Super. Guten Appetit. So, liebe Leute, da haben wir es mittlerweile 20 vor 12. Ich habe fürstlich gespeist, mir schon die Zähne geputzt und liege jetzt schon im Schlafsack. Und ja, ich muss feststellen, hier sind überall ganz schön dicke Spinnen zwischen diesen Steinfugen da unten. Aber ich weiß, dass die mehr Angst haben vor mir, als ich Ekel vor ihnen. Und deswegen werde ich auch nichts weiter unternehmen. Leute, einfach Wahnsinn, ein wirklich anstrengender Tag geht zu Ende. Und ja, so würde ich sagen, ich ziehe mir jetzt meine Schlafmaske über. Lass die Lampe da brennen da oben, damit auch etwaige Besucher vielleicht in der Nacht direkt sehen, dass jemand hier drin ist. Und genau, Leute, das soll es gewesen sein. Ich sage gute Nacht und bis morgen früh.
Und damit herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen hier am zweiten Tag meiner Moselsteigwanderung. Ich habe die Nacht wunderbar verbracht, etwa 5 bis 6 Stunden geschlafen. Es gab keine ungebetenen Gäste. Ich meine, woher auch? Guckt euch dieses Idyll hier an. Hier gibt es keine bösen Menschen, behaupte ich einfach mal. Ja, und so bin ich froh, jetzt heute richtig früh und zügig loszukommen. Und jetzt schlagen wir direkt mal den Weg Richtung Mülheim ein. So, bei Kilometer 2 stoße ich jetzt hier kurz vor der Brücke nach Mülheim auf die Rekonstruktion einer alten römischen Kelteranlage. Da hat man die Grundmauern noch gefunden und dann hier so ein Schutzdach drüber gebaut und unten diese Holzbauten nachgebaut. Und ihr seht da auch diese Spindel, mit der hat man dann früher wohl den Wein eben gepresst, beziehungsweise die Trauben. Und ja, richtig tolles zu finden hier. Aber was traurig ist, die Leute kommen hier hoch, um es als Toilette zu benutzen und scheißen alles voll. Also das finde ich immer unmöglich, sowas. Aber was willst du machen? Und so gehen wir auch mal wieder runter hier. Und hier hinter mir kann man vielleicht schon sehen, die Brücke rüber nach Mülheim. Leute, ich freue mich. Weiter geht's. So, und damit herzlich willkommen in Mülheim an der Mosel. Leute, ich freue mich richtig hier zu sein, denn hier habe ich auch sehr viele schöne Erinnerungen dran. Denn hier habe ich einige, ich weiß gar nicht, 5 oder 6 wirklich feuchtfröhliche Saufurlaube mit Onkel Holger verbracht. Grüße gehen raus. Und es ist auch so eine richtige Zeitreise für mich, gerade hier zu sein. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal so ein paar alte Stellen an und schwelgen so ein bisschen in der Vergangenheit. Also, ich musste jetzt ein bisschen suchen, aber ich habe es gefunden. Und zwar ist das die Straße. Hier haben wir früher immer in der Pension gewohnt. Und die gibt es immer noch. Das finde ich richtig klasse. Und zwar wurde die geführt von den... Die sind sehr bekannt hier im Ort. Hier haben wir gewohnt. Die stehen auch noch sogar am Klingelschild dran. Die waren damals schon sehr alt, die beiden. Und ja, scheint, dass sie noch leben. Das freut mich richtig. Und ja, sehr schöne Erinnerung hier dran, gerade für mich. Da oben haben wir dann immer in der ersten Etage residiert. Es war einfach schön. Gegenüber, auf der anderen Seite, war dann in dem Haus eine Wirtschaft, eine Gastwirtschaft drin gewesen. Das war früher Maikes Kneipchen. Das war so eine Art Stammkneipe für die Einheimischen. Und das ist jetzt leider zu einem Wohnhaus umfunktioniert worden. Bisschen traurig finde ich das, ne, weil in dieser Kneipe haben wir auch viele, viele Stunden Wein trinkend, auch mit den Einheimischen verbracht. Und hier kam man immer sehr schnell ins Gespräch, wurde auch mit in diese Runde mit aufgenommen. Das war richtig klasse immer. Ja, nur noch Erinnerungen hängen hier dran. Und so würde ich sagen, gehen wir mal runter ans Moselufer. Auf dem Weg zum Moselufer kommt man dann hier durch diese Unterführung durch. Und hier habe ich auch mit Onkel Holger, da kamen wir einmal ziemlich voll schon aus Maikes Kneipchen raus, hatten aber den Hals noch nicht voll gehabt. Und dann haben wir uns hier den Rest gegeben. Wir haben Lagerfeuer hier auf dieser Mauer gemacht. Also Leute, das waren noch Zeiten. Wie ich finde, wirklich bessere Zeiten, schönere Zeiten, also was heutzutage auf der Erde abgeht. Und jetzt unabhängig von diesem Corona-Driss, der da passiert. Aber ich glaube wirklich, so ab dem Jahr 2000 hat sich die Welt wirklich sehr, sehr negativ entwickelt. 80er, 90er, das waren wirklich noch schöne Zeiten. Aus meiner Sichtweise, das sagt aber wahrscheinlich jeder, der älter wird, sagt dann, früher war alles besser. Ich glaube auch mein Sohn, wenn der mal, wenn der noch das Jahr 2060 erlebt oder so, dann wird der sagen, oh ja, 2020, da war schön. Ne? So ist das, glaube ich, ja, auf jeden Fall hier eine Zeitreise. Da rechts der Hand ist die Brücke, wo wir eben drüber gelaufen sind. Hier am Moselufer haben wir dann auch oft gesessen und einfach nur da gesessen, Wein getrunken und uns des Lebens erfreut und diese Stille hier genossen. Haben auch manchmal Lagerfeuer gemacht.
Jetzt gehen wir mal zu der Bank dahin. Ich weiß nicht, ob das noch die Bank von damals ist, aber da haben wir halt des Öfteren eben Lagerfeuer gemacht. Leute, wunderschön, wie ich das hier gerade feiere. Ja, ja, hier ist die Bank. Da haben wir gesessen, Wein getrunken und Lagerfeuer gemacht. In dieser Kuhle hier. Da kann ich auch gerade mal ein paar alte Videoaufzeichnungen von damals einblenden. Ja, was für historische Aufnahmen. Auf jeden Fall, die Bank und die Brücke sind jetzt etwa 100 Meter zurück. Ich bin jetzt diesen Weg hier mal lang gelaufen an der Mosel. Und zwar war es so, dass wir anfänglich immer mit dem Auto hier hingefahren sind. Und zu der Zeit, als ich dann meinen Führerschein weg hatte, aufgrund Trunkenheit am Steuer, sind wir halt mit dem Fahrrad hier hingekommen. Beziehungsweise sind von Köln aus mit der Bahn bis nach Wittlich gefahren. Und von da aus dann mit den Fahrrädern die 8 Kilometer bis hierher. Und ja, so gab es dann auch einen Urlaub mit Onkel Holger. Da haben wir uns hier ans Rheinufer verschlagen, ans Moselufer verschlagen und haben uns da auch so derbe volllaufen lassen. Der Wein hat mir nachher nicht mehr gereicht. Dann habe ich noch eine Flasche Whisky hinterher gekippt. Du siehst aber schon angeheitert aus. Oh ja, ich bin ein wenig beschwipst. Du hast doch nur eine Flasche Whisky getrunken. Und boah, Leute, wir sahen aus, wir sind wirklich auf allen Vieren hier diese Böschung nur hochgekommen. Das war schon richtig grenzwertig gewesen. Und als ich dann da hochgekraxelt bin, hat ja damals noch 120 oder 125 Kilo gehabt. Bin ich gestolpert, mit meinem damals schon kaputten Knie wieder weggeknickt. Das ist angeschwollen, ich konnte weder Fahrrad fahren noch richtig laufen. Und ja, sowas passiert dann halt, ne? Sehr schöne Erinnerungen. Leute, und so würde ich sagen, genug geschwelgt und jetzt geht's zurück auf den Moselsteig Richtung Traben-Trarbach, Bernkastel. Ich weiß es gerade nicht. Lassen wir uns überraschen. Kilometer 6, herzlich willkommen am Helenenkloster. Da seht ihr diesen Pavillon, der wurde vor dem Ersten Weltkrieg errichtet. Und Leute, ich finde das richtig klasse, dass man hier so Geschichte richtig hautnah und lebendig miterleben kann. Na, das wurde hier die ganze Zeit immer in Schuss gehalten und das beherbergt auch die kleinste Weinlage Deutschlands mit 0,8 Hektar. Und gegenüber, ne, im Moseltal, da können wir nochmal das Örtchen Mühlheim sehen. Und was ich auch ganz toll finde, hier auf dieser Stelle stand nach dieser Tafel, was da drauf steht, ein Treffen mit Napoleon statt im Jahre 1813. Also Geschichte hautnah, richtig toll. Und weiter geht's. Uhr, Kilometer 10, da konnten wir jetzt gerade einen ersten Blick auf Bernkastel-Kues erhaschen, was sich da wieder so richtig malerisch in dieses Moseltal einschmiegt. Der Weg wird mich jetzt weiterführen, wieder auf ziemlich verschlängeltem Wege, vorbei an dieser Burg und dann kommen wir durch Bernkastel und ich sage mal Berndkastel, hört sich so an, aber es heißt Bernkastel ohne D. Ich weiß das, manchmal rutscht mir das D aber so raus, ich bitte das zu entschuldigen. Ja, auf jeden Fall beginnt dann auch die nächste Etappe in Bernkastel und ja, das wird glaube ich auch ein sehr schöner Abschnitt jetzt werden. Halb elf, Kilometer 14, herzlich willkommen auf der Burgruine Landshut. Die thront hier wunderbar über Bernkastel-Kues. Also auf der anderen Seite ist der Stadtteil Kues und auf dieser Moselseite eben der Stadtteil Bernkastel. Da kann man auch vom Zentrum unten aus mit solchen gelben Wägelchen hochfahren hier auf diese Burg, dann aussteigen und sich das hier anschauen. Das habe ich damals mit Onkel Holger auch gemacht und ich war zutiefst beleidigt, als er sich weigerte, aus der Bahn zu steigen und sich die Burg anzuschauen. Ich dachte, ja Mensch, ist immer einmal hier, da guckt man sich die Burg auch an.
Sagt er, nee, was interessiert mich so eine alte Steine? Ich wollte nur mit der Bahn fahren. Ja, so gehen die Interessen halt auseinander. Sehr schön hier oben und auch, dass das hier auf ist. Ne, das ist so ein Rundweg, der ist nicht gesperrt, beziehungsweise ich habe bisher keine Absperrung gesehen. Und so denke ich, dass man hier gefahrlos und nicht illegal rumlaufen darf. Aber auf jeden Fall eine wunderschöne Aussicht hier nochmal. Leute, fantastisch, einfach genial. Es ist alles Traben Trabach, es ist Albert Kastelkus. Vergesst die alten Lieder, was soll der ganze Schmus? Der Ring ist breit und du weißt ganz genau, wie dat gött. In Koblenz wird die ganze Mosel in der Ring geschütt. Ja Leute, und damit herzlich willkommen in der historischen Altstadt von Bernkastel-Kues. Dieses Lied, was ich gerade gesungen habe, ist der Refrain von Jürgen Beckers Lied Traben Trabach. Und das war so die inoffizielle Hymne von Holger und mir. Immer wenn wir hier hingefahren sind, in Bernkastel waren wir auch des Öfteren, haben wir das Lied sehr gerne gehört und auch betrunken dazu mitgesungen. Ja, es war nämlich so, dass wir oft von Mülheim aus zu Fuß rüber hier nach Bernkastel gelaufen sind, am Moselufer lang und dann jede Wirtschaft mitgenommen haben und uns quasi hierhin getrunken haben. Und dann, ich meine auch in dem Kölschen Eck, hier sind wir auch einmal eingekehrt. Finde ich klasse, ne? So weit in Rheinland-Pfalz drin und dann findet man hier eine Kölschkneipe, richtig super. Und Bernkastel ist halt auch ein richtiger Touristen-Hotspot, ähnlich wie Cochem oder Zell. Zu Recht, muss ich sagen, zu Recht. Sehr schön hier. Und ja, Leute, so würde ich sagen, zurück auf den Moselsteig und weiter geht's. Also, trotz dieser schlecht geplanten Tour, ne, habe ich es doch gerade gemerkt, dass es bisher alles optimal gelaufen ist, wie es eben passiert ist. Ich hätte gestern Abend zwar noch gewaltsam bis nach Bernkastel durchziehen können, aber Leute, dann hätte ich Mülheim nicht annähernd so schön erlebt wie heute Morgen und Bernkastel auch nicht. Also alles richtig gelaufen und in solchen Momenten merke ich immer, wie wichtig es ist, Dinge einfach mal laufen zu lassen. Ja, es fügt sich alles und es bringt nichts, Dinge irgendwie zu erzwingen. Und ich muss mir das immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass es eben alles kommt, wie es kommen muss. Ja, da steckt irgendwie Schicksal, Karma oder vielleicht auch die Quantenphysik dahinter, dass alles in die richtigen Bahnen irgendwie gelenkt wird. Und wenn man das erkannt hat, dann ist man auch ein bisschen entspannter. Ich neige ja dazu, zu Hektik und oh, jetzt muss ich dies noch und das noch. Scheiße, was ist denn jetzt? Ne? Und ich muss mich dazu zwingen, dann mal innezuhalten. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Hier hat es jetzt funktioniert und so habe ich eben entschieden, ich werde einen Teufel tun und so krampfhaft zu versuchen, heute Reil zu erreichen. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, dann nicht. Und es ist nämlich einfach zu schade, diesen Steig hier so runter zu schrubben. Da gehen nämlich viele Eindrücke einfach verloren und hier ist mal angebracht, das Kilometerschrubben hinten anzustellen. Kilometer 18, hier hätte ich jetzt meine Hütte gehabt, die direkt am Moselsteig liegt und jetzt auch wieder so ein Murphys Gesetz gerade eingetreten. Ich packe da gerade die Kamera aus, möchte filmen. Da kommen aus allen Richtungen Menschen angeströmt und ich denke, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Deswegen kann ich euch die Hütte jetzt auch leider nicht zeigen, weil ich dann da in diesem Auflauf nicht filmen wollte. Auf jeden Fall kann ich mich nur noch mal wiederholen. Alles richtig gemacht, denn hier an der Hütte, bis ich die erreicht hätte, wäre ich richtig im Arsch gewesen und hätte mich auch nicht in der Mosel waschen können. Also Leute, alles gut gemacht und so geht es jetzt hier weiter bis nach Ürzig, glaube ich. Eben konnten wir schon sehen, glaube ich, auf der Aufnahme. Da ist so eine Hängebrücke über die Mosel. Das gibt bestimmt auch nochmal schöne Bilder. Weiter geht's. Kurz
kurz vor 1, Kilometer 24. Ich laufe jetzt hier auf Zeltingen zu. Das ist wieder so eine ziemlich große Moselschlaufe. Und da werde ich dann auch in Zeltingen eben die Mosel überqueren und auf die andere Seite gehen. Und jetzt ja, laufe ich hier gerade wieder auf so ein Kreuz zu. So eine Art Gipfelkreuz. Ne, der Weg führt hier ganz hoch oben über das Moseltal die ganze Zeit jetzt lang. Wahnsinn, was man hier wieder für eine Aussicht hat. Boah, Leute, das ist einfach atemberaubend, jedes Mal das zu sehen hier. Wenn man so in dieses Moseltal runterblickt, da ist dann auch eine Schleuse zu erkennen. Die ist sehr häufig, also die Mosel ist sehr häufig gestaut. Was auch dazu führt, soweit ich weiß, dass sie eben so langsam fließt. Ja? Es gibt Zeiten im Hochsommer, da hat man echt das Gefühl, dass sie überhaupt nicht mehr fließt. Wenn der Pegel extrem niedrig ist, und das macht die eben auch sehr attraktiv für Wassersport. Ich denke da an unsere Zeiten früher am Campingplatz Pommern. Wir sind da Wasserski gelaufen, mit dem Jetski rumgefahren, und das kannst du auf so einem Rhein, macht das nicht wirklich Spaß, da wirst du sofort weggetrieben. Und toll, einfach klasse hier. Ja, weiter geht's. Uhr, Kilometer 30. Ich stehe jetzt gegenüber von Zeltingen eher neben einem ganz neuen Bauwerk. Und zwar ist das die Moselbrücke. Die wurde November 2019, also noch gar nicht so lange her, in Betrieb genommen und ist mit einer Länge von 1,7 Kilometern, ja, ganz schön lang. Und mit einer Höhe von 158 Metern überragt sie sogar den Kölner Dom. Und ja, das ist ein ganz schön imposantes Bauwerk. Und von Weitem sieht die fast schon so aus wie die Moseltalbrücke kurz vor Koblenz. Da war ich eben so ein bisschen verwirrt. Sag mal, bist du schon in Koblenz? Aber nein, diese Brücke wurde eben vor kurzem eingeweiht. Und da denke ich mir auch wieder jedes Mal, da in der Mitte, direkt über der Mosel, so eine Bungee-Sprungstation einzurichten, das wäre der absolute Knaller. Ich glaube, ich würde hier jedes Wochenende hinfahren. Geile Sache. Ja, und jetzt geht es erstmal weiter bis nach Ürzig. Vor 3, Kilometer 33, herzlich willkommen in Ürzig. Hier würde jetzt links runter die nächste Etappe anfangen. Ich habe mich aber dazu entschieden, den Marsch hier abzubrechen und den Weg zum Bahnhof zu suchen. Denn Leute, es ist schon so spät. Ich habe jetzt noch über 4 Stunden Zugfahrt vor mir. Und wie gesagt, die Tour war wirklich sehr schlecht geplant von mir diesmal. Und um eben nicht mitten in der Nacht zu Hause anzukommen, breche ich hier ab. Und werden die letzten 2 Etappen mal in der Tagestour machen, dass ich mit dem Auto hier hinfahre. Das geht dann alles viel schneller. Und so würde ich sagen, die abschließenden warmen Worte richte ich am Bahnhof an euch. So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen am Bahnhof Ürzig. Das ist der erste Bahnhof, den ich sehe, für der eine Wiese als Bahnsteig hat. Finde ich toll. Hat was Gemütliches. Da vorne ist normaler Bahnsteig, asphaltiert. Und hier dann Wiese. Klasse. Ja, auf jeden Fall wollen wir erstmal hier die Aufzeichnung stoppen. Ich stelle das dann immer auf Demo-Modus um. So, dann haben wir heute gelaufen 34,63 Kilometer mit 1132 Höhenmetern. Gestern waren es über 1500, ich schaue gerade nochmal nach. Die Zusammenrechnung werde ich dann gleich mal einblenden. Also gestern waren es gewesen 1355 Höhenmeter. Und Leute, ich muss wirklich sagen, der Moselsteig, wunderschön. Und ich werde auf jeden Fall, so häppchenweise jetzt immer, diesen fantastischen Fernwanderweg komplettieren. Vielleicht mit Tagestouren oder auch mit mehrtägigen Touren, muss man mal sehen. Ja, auf jeden Fall hier der Bondi 6, der Hoka Bondi 6. Der hat auch hier auf diesem extrem wechselhaften Terrain wunderbare Dienste geleistet. Meinem Knie geht es blendend. Die Oberschenkel brennen aufgrund der vielen Steigungen und Gefällestrecken. Aber alles in allem eine wirklich gelungene Tour, auch wenn ich mein Ziel diesmal nicht erreicht habe. Aber das lag halt an der schlechten Planung. Nächstes Mal wird es besser. Und so würde ich sagen, wie immer, geht raus, bewegt euch. Körper und Geist werden es euch danken. Musik
und ich befinde mich jetzt immer noch auf dem... Nein. Ne? Kurz nach 7 ist die richtige Zeit. Ach. Wie beispielsweise diese treffe ich hier im Berg auf eine. Ja, auf eine, boah, leck mich doch. Und das macht auch so eine, okay. Ja, und ist hier kein Dings an? Doch.